Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute haben wir mal wieder Mad Gaming and Office Ultra Silent perfekt eingestellt und zwar den AMD Gaming Mad My Aktion und den Intel Gaming Mad My Aktion für jeweils 1269 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das hier vorne, das ist nur ein Anzeigefehler, das ist eigentlich ein AMD-System, hier sollte eigentlich ein Ryzen 5600 stehen, aber gut, das ist ja egal, wenn ihr draufklickt, dann seht ihr die Konfiguration ja. Hier haben wir ihn auch schon, wie gesagt, für 1269 Euro, die haben nur das Gehäuse als Bild genommen, da bin ich auch immer ein Freund von, nehmen wirklich nur das Gehäuse als Bild oder wirklich das fertige System, wie es 1:1 aussieht, wobei man sich hier sowieso nicht festlegen kann, was die Grafikkarte angeht, das ist immer beliebiger Hersteller. Hier hat man zwar ein Bild einer Grafikkarte, eine Asus, aber es kann auch jede x-beliebige andere sein. Von den technischen Daten her haben wir hier einen AMD Ryzen 5 5600X. Ja, den hatten wir schon häufiger in den Videos. 65 Watt TDP, 6 Kerne, 12 Threads, 3200 MHz RAM unterstützt er offiziell. Den könnt ihr auch auf 3600 laufen lassen. 3200 ist halt so die Garantie von AMD, wo es laufen sollte auf jeden Fall. Wenn ihr den jetzt natürlich noch heftiger bestückt mit 3600 MHz RAM oder gar 4000 oder so, dann kann es natürlich zur Systeminstabilität kommen. Nichtsdestotrotz, das ist ein guter Prozessor zum Zocken. Zum Streamen würde ich auf den 8 Kerner gehen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt. Ansonsten zum Zocken reicht der. Das ist schon in Ordnung. Ihr könnt damit auch Counter-Strike und Valorant und so streamen. Kein Problem. AAA-Titel wird immer ein bisschen schwierig, je nachdem, worüber ihr rendert, über die Grafikkarte oder Prozessor. Wenn ihr auf die Idee kommt, über einen Prozessor zu rendern, auf jeden Fall einen 8-Kerner nehmen. Ihr habt ja auch noch Nebenprogramme auf Streamlabs, Chatbot, Dixbar, Discord, wie sie alle heißen. Deswegen, da wäre es schon nicht schlecht, wenn es ein 8-Kerner wäre. Hier haben wir jetzt einen 6-Kerner zum Reinzocken, völlig ausreichend. Und der kostet 199 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B550-A Pro. Gott sei Dank kein Micro-ATX, ich bin ja ein Freund von ATX-Mainboards, vor allen Dingen auch wegen der Erweiterbarkeit. Das ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt bessere B550-Boards, für den Einstieg reicht das aber dicke. Ihr habt gekühlte Spannungswandler, dann vier RAM-Bänke, hier kommt eine SSD rein, hier unten könnt ihr noch eine SSD verbauen, hier die Grafikkarte. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr diesen Slot hier unten noch benutzen zum Erweitern, zum Beispiel mit einer WLAN-Karte oder so. Hier kann zum Beispiel auch eine Capture-Karte rein, hier unten USB-Erweiterungskarte, wie auch immer. Das mit dem Glück, das sage ich nur, vielleicht steht der Kühler der Grafikkarte ein bisschen drüber, aber das glaube ich hier nicht. Kann gut sein, dass ihr den dann wirklich noch benutzen könnt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, USB 3.1, dann noch USB Typ C, zweimal USB 3.0, Netzwerkanschluss, viermal USB 2.0, DisplayPort und HDMI könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Hier ist sogar ein H drin. Wann haben die das Bild denn gemacht? Naja, egal. PS2-Anschluss haben wir auch noch und einen Flash-BIOS-Button. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist ein grundsolides Board. Vor allen Dingen in dieser Preisklasse, finde ich gut. Kein Micro-ATX drin, wir haben ja sogar schon Micro-ATX bei 3000-Euro-Systemen gesehen. Das sieht auch immer Mist aus in so einem Case. Ihr habt dann so ein Case und so ein kleines Board da drin, sage ich gefühlt in jedem Video. Ich bin da kein Freund von, das hier ist völlig okay. Und das kostet 99 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir Silentium PC Signum SG1 TG Glasfenster. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes mit schickimicki RGB-Lüftern oder Streifen oder so. Das ist einfach nur vorne ist ein ganz normaler schwarzer Lüfter drin. Hinten ist auch einer drin, das heißt der Airflow ist gegeben. Ist auch genug Platz in dem Case. Ihr habt eine Glasscheibe, also auch kein Kunststoff oder so. Mit dieser Kunststofffront hier vorne, ja, ich könnte mich damit jetzt nicht so gut anfreunden. Ich mag es eher, wenn es dann aus Metall ist, also Blech. Nichtsdestotrotz ist das ein gutes Case, auch in diesem Preisbereich. Und das kostet 54,90 Euro bei Equipper. Als Netzteil bekommen wir ein Seasonic Focus GX 550 Watt. Das ist 80 plus Gold zertifiziert, vollmodular sogar und hat 10 Jahre Garantie. Das mit dem Vollmodular, ihr kriegt es ja fertig gebaut nach Hause. Ist ganz nice, die Kabel, die nicht benötigt werden, liegen dann wahrscheinlich noch mit im Karton drin. Wenn ihr später eine Festplatte oder so noch einbauen wollen würdet, könnt ihr das dann mit diesen Kabeln realisieren. Dann fliegen sie aber nicht im Gehäuse rum. 10 Jahre Garantie ist auch stattlich, ist ein gutes Netzteil, gar keine Frage. Wenn ihr natürlich später hergeht und eine heftigere Grafikkarte oder so einbauen wollt oder einen stärkeren Prozessor, wird es irgendwann eng. Ryzen 5800 könnt ihr auch noch reinprügeln und eine 3070 zum Beispiel. Kommt aber bitte nicht auf die Idee, eine 3080 Ti mit einem Ryzen 5950 da rein zu ballern. Dann wird es irgendwann eng von der Wattzahl. Und das kostet 65,97 € bei Mindfactory. Was den Arbeitsspeicher angeht, bekommen wir G-Skill Ripjaws 5 16 GB DDR4 3200 MHz CL16.
Auch hier kein Schickimicki Bling Bling oder so, wer es wirklich schlicht mag, ist damit gut beraten. Wir haben Dual-Channel 2x8 GB, also 16 GB in dem Preispunkt auch völlig okay. 3200 MHz, ja gut, erfüllt die Spezifikation von AMD. Ich wäre auf 3,6er gegangen, der kostet jetzt nicht so viel mehr, aber CL16 RAM ist völlig in Ordnung, das passt soweit. Und der kostet 54,90 € bei Amazon. Als CPU-Kühler bekommen wir den Arctic Freezer 34 eSports Duo Weiß. Keine Sorge, der ist nicht wirklich weiß. Weiß hätte wirklich blöd ausgesehen, wenn er komplett weiß gewesen wäre in so einem schwarzen Case, wenn ihr da so einen weißen Block drin habt. Der hat nur so weiße Akzente, das passt. Der hat eine TDP von 210 Watt. Das reicht dicke für diesen Prozessor ganz locker, da könnt ihr sogar noch einen 5800er Ryzen mitkühlen. Hat auch 10 Jahre Garantie, das ist völlig in Ordnung als Luftkühler. Wasserkühlung würde ich bei einem 5600er Ryzen auch noch gar nicht nehmen, es sei denn, man will zukunftssicher bauen und dann vielleicht einen 5.9er oder so hinterher mal kühlen, dann ist eine Wasserkühlung schon besser, sieht dann auch besser aus. Aber wie gesagt, in dem Preispunkt völlig in Ordnung. Und der kostet 39,16 € bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir die Kingston NV1 500 GB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB/s. 500 GB ist schwierig. Also sie ist schnell genug zum Zocken und so, gar keine Frage. Wenn ihr aber mal so Spiele nehmt wie Ark zum Beispiel oder Cyberpunk oder Far Cry, das installiert ihr einmal bzw. habt zwei Spiele drauf, dann ist die voll. Weil Windows und so weiter und die Treiber, die sind ja auch noch mit dabei. Finde ich schon schwierig. Ich wäre schon auf 1 TB gegangen, auf jeden Fall. Auch an diesem Preispunkt, da kann man das locker noch verbauen, werdet ihr hinterher auch noch sehen. Ist natürlich nichtsdestotrotz eine gute SSD. Wie gesagt, die Geschwindigkeit reicht. Ihr braucht da nicht welche, die 3-4 GB die Sekunde kloppen können. Aber diese 500 GB in der Größe und Kapazität, nein, das ist mir zu wenig. Und die kostet 37 € bei Amazon. Dann bekommen wir noch einen ARGB-Stripe dazu, 30 cm. Ja, wir nehmen einfach mal diese Lentium PC Aurora Stripes ARGB, das ist sogar ein Zweier-Set. Ihr könnt hinterher von mir aus diese 6 € noch abziehen, aber das macht keinen Sinn. Wir nehmen diese 12 € jetzt einfach mit, ist nett, dass es drin ist, habt ihr doch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, könnt ihr dann steuern übers Mainboard. Ja, dann steht hier noch Grafikkarte undervolted von 169 Watt auf ca. 125 Watt. Hat folgende Vorteile, sie wird nicht so krass warm, ja, also ist dann auch nicht so leistungshungrig. Ist ganz nice, klar. Kratzt immer so ein bisschen an der Stabilität der Grafikkarte, aber ich denke, da die diesen 24-Stunden-Testlauf machen, den sie hier auch angeben, wird das schon in Ordnung sein. Und das reduziert auch noch das Spulenfiepen, falls die Grafikkarte denn welches hat. Hier steht auch noch, dass Windows 10 Pro 64-Bit installiert und aktiviert ist. Ja, das ist auch völlig in Ordnung, auch mit diesem Prozessor und so. Ich sag ja, bei den neueren Intel-Prozessoren sagen wir ab den 12600K, da bräuchtet ihr schon Windows 11, weil das besser klarkommt mit den Performance- und Efficiency-Cores. Hier bei AMD überhaupt keine Frage, Windows 10 ist völlig in Ordnung. Windows 11 würde ich auch nur, sag ich mal, im Notfall nehmen, weil es halt einfach so ist, dass Windows 11 noch ein bisschen instabil läuft, was Treiber angeht, was Spiele angeht, da gibt es ab und zu so ein paar Probleme. Und das kostet 21,05 € bei SK Computer Altstore. Was ganz nice ist, Installation aller wichtigen Treiber, sprich Grafiktreiber, Chipset-Treiber und so, das wird gemacht, das ist okay. Update auf die neueste Windows-Version sowie BIOS-Update. BIOS-Update ist gar nicht so selbstverständlich, es gibt einige Firmen, die machen das, aber ist halt schön, dass es dabei ist, neueste Windows-Version, ja gut. Wenn man sich so einen Stick fertig macht, dann sind das 3-4 Updates, die er dann noch zieht, dann ist es aktuell. Einstellung der Lüfterkurve aller Lüfter für einen flüsterleisen Betrieb, ja, kann gut sein. Da die Grafikkarte hier undervolted ist, wird das System auch nicht so warm, ist ganz okay, ja, macht auch nicht jeder. Lüfterkurve wird relativ selten sogar gemacht. Ist natürlich auch eine Sache von 2-3 Minuten im BIOS einstellen. Das ist einfach wirklich nur eine Kurve, dann zieht ihr quasi, sag ich mal, das System hat 60 Grad, dass die Dinger 50% laufen oder so. Ist jetzt nichts Dolles, aber schön, dass es gemacht wird. XMP-Profil, das macht so gut wie jeder Systemintegrator, das ist auch nur ein Klick. 24 Stunden Stresstest für CPU, RAM und Grafikkarte ist auch nicht selbstverständlich. Ich kenne einige Firmen, die machen das, sagen wir mal eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht auch zwei. 24, wenn sie es wirklich machen, ist gut. Vielleicht kriegt man sogar so ein Diagramm dabei. Bei Krotus ist das nämlich der Fall. PC anschließen und sofort loslegen, ja, das ist klar, ist ja vorinstalliert. Und dann wären wir auch hier schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, RGB-Stripes. Ja, könnt ihr 6 € abziehen, wenn ihr wollt, können wir auch lassen. Gehäuse, Netzteil und Windows und da landet ihr beim Gesamtpreis von 1.007,51 €, das System soll kosten 1.269 €. Ja, sagen wir mal bummelig 250 € zu viel gegenüber Selbstbau. Jetzt kann man natürlich hergehen, kann wieder Alternate oder Mindfactory nehmen, die bauen einem das für 150 € zusammen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach mal bei Krotus gefragt und habe gesagt, hey, pass auf, ich habe das System, guck mal, wo du da rauskommst, wenn du es verkaufen würdest. Dann hat er mir so ein Custom Build gemacht. Da landet ihr bei 1150 €.
Wir vergleichen nochmal, ja, das Gehäuse stimmt, Prozessor auch, Mainboard auch, Grafikkarte auch, Arbeitsspeicher auch, SSD ist auch die gleiche, Netzteil ist auch das gleiche, auch der gleiche CPU-Kühler, auch hier so ein LED-Strip 40 cm und Windows 10 Pro 64-Bit. Da seid ihr also nochmal 119 Euro drunter und ihr seid gegenüber der Geizhalsliste sogar noch unter 150 Euro, was Mindfactory normalerweise nehmen würde. Hier ist es jetzt natürlich so, er undervoltet die Grafikkarte nicht. Ob er ein BIOS-Update macht, weiß ich auch nicht. Das sind so ein paar kleine Extras. Es stellt sich jetzt halt die Frage, ist einem das 119 Euro wert? Gegenüber jetzt Krotos, sagen wir mal. Letztes Video hatte ich Agando, davor Dubaro, jetzt ist es halt wieder Krotos. Keine Sorge, ist keine Partnerschaft. Halt einfach nur ein Vergleich. Er macht das, er ist bei uns auf unserem Discord. Und dann sage ich, hey, mach doch mal was, da kann ich ein bisschen so vergleichen. Und dann macht er das halt auch. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ob es euch wirklich 119 Euro wert ist, dass die halt die Lüfterkurve einstellen und ein BIOS-Update machen. Weil Windows wird da auch mit installiert bei Krotos. Auch das neueste Update. Ich finde es ein bisschen zu teuer. Vor allen Dingen gegenüber Selbstbau, klar. Dann ist mir noch zu Ohren gekommen, dass die auch ein gutes Kabelmanagement und so machen. Ja, verstehe ich auch. Das Netzteil ist auch in Ordnung. Nur welcher Endkunde legt da großartig Wert drauf? Ich habe es in meinen Videos auch schon gesagt, wenn Kabelmanagement für den Arsch war. Aber es sieht halt keiner. Es wird halt hinten irgendwie schön mit Kabelbindern festgemacht. Ja, in der Front seht ihr es sowieso nicht. Müsst ihr selber wissen. Also, ich vergleiche jetzt noch eben das andere System. Das ist so ziemlich das gleiche System, nur mit einem anderen Prozessor und einem anderen Mainboard. Auch für 1269 Euro. Hier haben wir einen Intel i5 12400F, also auch ohne Grafikeinheit und auch nicht übertaktbar, weil kein K-Suffix. Und eben ASRock B660 Pro RS DDR4. Der Rest ist gleich. Ist das gleiche wie beim AMD. 6 Kerne, 12 Threads. Ich würde zum Stream 8 Kerne nehmen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt. Das will ich nur immer dabei sagen. Zum Zocken reicht der Dicke. Noch völlig in Ordnung. Unterstützt auch offiziell 3200 MHz RAM. Ist auch hier verbaut. Was soll ich da großartig zu sagen? Der kostet 178 Euro bei Mindfactory. Und dann haben wir ja auch so ein, sag ich mal, Einsteiger-Mainboard. Auch Full ATX. Hat ungefähr die gleichen Anschlüsse auf dem Board. Allerdings, was die Anschlüsse hinten angeht, haben wir Mikrofon-Kopfhörerlein in 7.1, wird dann über das Gehäuse realisiert. Dann könnt ihr quasi die Frontanschlüsse vom Gehäuse noch nutzen, habt dann 7.1. 4x USB 3.0 Netzwerkanschluss, Onboard-Grafik, die ihr sowieso nicht benutzen könnt, weil es ein F-Prozessor ist. 2x USB 2.0 BIOS-Flash-Button und halt ein PS2-Anschluss. Also Mainboard-technisch sind wir da fast auf dem gleichen Level unterwegs. Und das kostet 141,21 Euro bei Mindfactory. Und wenn wir uns hier den Vergleich angucken, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, die RGB-Stripes. Ja, könnt ihr wieder einen von abziehen, ihr könnt es auch lassen. Gehäuse, Netzteil ohne Windows und da landen wir beim Gesamtpreis von 1028,72. Das System soll kosten 1269. Ja, das wäre dann wahrscheinlich sogar die bessere Wahl, weil ihr mit dem Mainboard dann vielleicht auch hinterher noch einen stärkeren Prozessor verbauen könnt aus der aktuellen Intel-Generation. Auch hier hat Krotos mir nochmal so eine Config geschickt. Das ist auch 1:1 die gleiche Config. Hier sehen wir ihn auch, der 12400F, eben auch mit diesem B660 Pro RS Mainboard. Da seid ihr bei 1170. Wenn ihr das mit Geizhals vergleicht, seid ihr auch unter diesen 150 Euro, die Mindfactory normalerweise nehmen würde. Müsst ihr selber wissen, ob es euch das wert ist. Auch hier wieder diese Geschichte mit der Lüfterkurve und so, das macht Mad Gaming dann, ja, okay. Was mich persönlich jetzt einfach nur stört, ist gar nicht mal dieser Preispunkt bei diesen beiden PCs. Das sind auch Angebot-PCs, die sind trotzdem zu teuer gegenüber anderen Herstellern, ja. Wir haben hier einen, das ist ein Intel Gaming Stage 5.4. Der kostet 2904 Euro. Hier das gleiche Spiel. Windows mit dabei und Lüfterkurve und so weiter, alles cool. Der PC kostet fast 3000 Euro, hat immer noch DDR4 und hat immer noch einen Prozessor aus der 11er Intel-Generation. Nicht mal mehr aus der 12er. 11700F. Das ist partout kein schlechter Prozessor. Ihr kriegt aber für 3000 Euro eben schon die 12.000er. So, das Case ist auch okay, eine 3080 Ti, da wisst ihr auch nicht genau, welche ihr bekommt. Das ist auch nicht schlimm, das ist ja fast überall so. 850 Watt Netzteil, auch völlig angemessen. 32 GB RAM, 3200 MHz, ja okay. Dann haben wir hier noch eine schöne 360er AIO, eine der besten, die ihr im Moment auf dem Markt kriegen könnt, die Arctic Liquid Freezer 2. Eine 980er Samsung SSD, gut, die ist sauschnell, ob man es braucht, lasse ich dahingestellt. Auch nur 1 TB finde ich ein bisschen wenig. Und halt auch Windows 10 Pro. Dann gehen wir auch hier nochmal durch. Hier haben wir die SSD, Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Da seid ihr beim Gesamtpreis von 2.284,10 Euro. Und das Ding kostet 2.904 Euro. Ey, wie kommt man denn auf so einen Gedanken? Sind das noch Restbestände irgendwie, wo sie die Grafikkarten teuer eingekauft haben und jetzt nicht loswerden oder so? Also das übertreibt's halt. Das nervt mich jetzt so daran. Die anderen beiden Systeme kann man sich darüber streiten, ob es einem dann mehr wert ist. Aber ich sehe auch im Moment so viele Leute, die dafür Werbung machen und es ist einfach so sauteuer. Die entwickeln sich so ein bisschen in Richtung Hightech, zumindest was dieses System jetzt angeht. Die anderen beiden,
kann man jetzt so stehen lassen. Aber das ist echt schlimm. Wir müssen mal überlegen, über 600 Euro zu teuer. Was soll das? Da können sie sich genauso in eine Reihe stellen mit Hightech und Rhino. Das ist genau das gleiche in grün. Gut, Rhino macht beschissene Konfigurationen, das will ich denen hier gar nicht vorwerfen. Aber der Preispunkt ist einfach unter aller Sau. So, und dann können auch die Leute jetzt in die Kommentare schreiben, ja, aber die haben das ewig nicht aktualisiert, kann ja sein, dass das noch alte Geräte sind. Ja, Leute, dann nehmt sie raus aus dem Shop oder passt den Preis oder so an. Das, also 600 Euro ist viel zu viel. Das ist zwar relativ gut konfiguriert, klar, der Prozessor ist älter, das Board ist aber immerhin ATX, ordentlich Watt und so, das passt alles, aber es ist einfach viel zu teuer. Warum? Das muss nicht sein. Also alles in allem muss ich jetzt wirklich dann sagen, passt auf, die sind jetzt runtergesetzt, ja, das ist okay. Es ist in meinen Augen immer noch zu teuer, es liegt ganz bei euch, wie viel euch das wert ist, dass sie halt noch ein BIOS-Update machen und so, das ist ganz nice to have, aber ob es diese 119 Euro wirklich wert sind, gegenüber den Krotus-Dingern jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung, Mad Gaming und auch Krotus, müsst ihr dann für euch entscheiden. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.